Ja, willkommen zurück zu Resident Evil HD Remaster. Ja. Wollen wir heute einfach hier drin bleiben? Nein, ich weiß, das tun wir nicht. Ich wollte noch ein paar Sachen sagen. Ah ja, zum Beispiel habe ich, und das ist ja lustig, mir nochmal das Let's Play von Simon von Rocket Beans hierzu angeschaut. Also nicht das Ganze, sondern nur den ersten Part. Und soweit waren wir hier auch schon. Von daher, ich habe da jetzt nichts Neues, Geheimes gesehen, was ich noch nicht wissen darf. Aber ich fand es sehr witzig, was die Sache mit... Hier kam ich nicht durch, ne? Nee. Was die Sache mit der Munition angeht, denn... Er hatte auch den gleichen Fehler mit dem Schlüssel gemacht in der Falle. Den wollte er auch mit dem Schwertschlüssel austauschen. Geht natürlich nicht, dieser Idiot. Das weiß ich jetzt ja auch. Aber er hatte dann auch das Inventar voll, konnte den dann also nicht mal aufheben. Und das hat ihn so geärgert, dass er einfach ein ganzes Pistolenmagazin leergeschossen hat, damit er diesen Slot frei hat. Also so viel zum Thema unbedingt Munition sparen. Sieht wahrscheinlich jeder ein bisschen anders. Passt auf, ich war eine Sache am Überlegen. Hier dieser Balkon, wo ich mich noch gewundert habe, ob das überhaupt derzeit irgendwie geht. Jetzt ist mir wieder eingefallen, dass wir ja noch nach diesem scheiß Hund suchen, ne? Habe ich ein bisschen verdrängt. Wie sieht eigentlich mein Inventar aus? Ich habe Platz, okay. Ich traue mich ja fast nicht, aber soll ich einfach mal hier mit der Pfeife pfeifen. Wenn das nur ein normaler Hund ist, dann kriege ich den doch tot. Ah, ich möchte ja eigentlich gar nicht, dass der Hund kommt. Vielleicht kommt er hier auch nicht. Ich bin doch zweites OG. Balkon. Nee, ich bin erstes OG. Okay, dann geht's wahrscheinlich nicht. Oh, scheiße. Das ging bisher noch nie. Oh! Ah! Das geht! Und der da hat es. Der da hat es. Es geht tatsächlich. Oh, fuck. Okay, Moment. Wie geht's uns? Gesund, immer noch. Ha, da lache ich doch. Halsband mitnehmen. Ja. Boah, ich bin gerade voll stolz. Ich bin gerade voll stolz. Ja, cool, oh. Aber ich dachte, das wäre im zweiten OG gewesen. Na gut, dann war es das erste. Und ich habe das nämlich noch nicht bei Simon gesehen. Er hat nämlich die ganze Zeit auch über den Ort für den Hund geredet und hat aber immer im Osten gesucht, aber es hieß doch im Westen. Okay, das hier prüfen wir jetzt mal, denn da soll doch was drin sein. Da ist ein Schalter betätigen, ja. Eine Münze war im Halsband verborgen. Münze. Keine besonderen Merkmale. Aha. Dude. Schlüsselimitation. Sieht aus wie ein Schlüssel, ist aber nicht steif genug zum Umdrehen. Und jetzt. Wow. Krass. Plötzlich habe ich diese Möglichkeiten. Aber wo war das jetzt nochmal im Haus? Das ist die Schlüsselimitation für die Falle. Ah, oh, ich find's gerade. Die Hunde brauchen. Ja, okay. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Aber ich bin ja froh um Platz im Inventar. Okay, geil. Ich finde das total doof. Ja, ich meine, zum Glück, danke, dass ihr mir gesagt habt, ich muss sie nicht alle erschießen, oder soll sie auch auf keinen Fall alle erschießen. Aber es widerstrebt mir schon sehr, ne? Man ist das halt, also aus den ganzen Horrorspielen, die ich so spiele, bin ich es gewöhnt, da ist ein Gegner, den
Mach ich kalt. Und hier darf ich das nicht. So, nicht richtig. Ja, so ungefähr, glaube ich schon. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Es kommt der Tag, da habe ich die Karte hier verstanden. Aber es dauert sicher noch. Ja, hier bin ich. Hier ist es. Nee, aber da hinten. Warte, warte. Okay, ich weiß. Ich habe einen Lauf, Kinder. Und mich ärgert, dass ich euch gesagt habe. Oh, der klang ein bisschen anders. Der klang anders als die anderen. Kommt der hier durch? Der klang fies. Und jetzt, weil ihr mir erzählt habt, dass es auch Zombies gibt, die zu so anderen Zombies werden. Vielleicht habe ich mir auch nur eingebildet, dass der anders klang. Hilfe, Mann. So. Hausschlüssel mitnehmen. Ja, ja, Animation, Animation. Ich hab den Hausschlüssel. Ich hab den Hausschlüssel. Welcher bist du? Ja, dachte ich mir schon, weil das auf der Imitation auch drauf war. Rüstungsschlüssel! Ich habe gerade so viel Fortschritt. Wie viel Farbbänder? 5. So, den anderen Weg gehe ich jetzt natürlich nicht zurück, weil der eine Zombie mir echt Schiss gemacht hat. Ich muss da zurück. Scheiße. Den hätte ich wahrscheinlich mal vor langer, langer Zeit verbrennen sollen, während er da lag. Stimmt? Und das Beste kommt jetzt. Ich habe das Magazin für die Pistole ja weggelegt. Weil ich das ja nicht brauche. Ich kann ja an meiner Kiste nachladen. Ja, ich lerne noch. Wahrscheinlich muss ich alles nochmal nachspielen jetzt. Scheiße. Oh, wahrscheinlich sterben wir. Wo ist er denn? Nein, wir sind es gerade. Krähenparty. Wir müssen das jetzt speichern, wir haben jetzt so viel gemacht. Was? Alter, was geht ab? Alter, was geht ab? Okay, ich verstehe, was mit den Crimson Heads war. Ach du Scheiße. Der hat ja auch Krallen und alles. Oh Scheiße. Errungenschaft rot gesehen. Jesus Christ. Okay. Aber das brauchen sie jetzt nicht. War auch interessant, denn das heißt, ich kann es auch gar nicht fälschlicherweise verwenden, wenn ich eigentlich gerade... Wenn der Zombie eigentlich nicht wieder aufsteht. Alter.
Alter. Aber der klang schon anders und der kann auch durch Türen durch, oder wie ist das? Weil, der ist ja jetzt so anders gespawnt. Oh Gott. Und der ist schnell und er hat Krallen. Und ich habe keine Moon. Aber jetzt weiß ich auch, wofür die Batterie da war. Für meinen Elektroschocker. Ich speichere jetzt erst hier. Das macht mich nämlich gerade super nervös alles. Boah, jetzt aber mein Herz. Ja, das sind natürlich Sachen. Ihr wisst ja auch, welcher Zombie so drauf ist, ne? Ich weiß das natürlich nicht, weil ich es noch nie gespielt habe. Ich habe keine Ahnung, welcher aufwacht. Und welcher einfach fröhlich schlummert. Moment. Ja gut, ich habe jetzt ja auch einen neuen. Aber ich will ja eigentlich erst zu meiner Box. Bevor ich jetzt hier neue Areale erkunde, weil ich dringend Moon brauche. Können ja mal gucken, wir haben ja gespeichert. Jetzt kann uns ja erstmal quasi nichts passieren. Denn hier aus? Ja, ein Farbband. Ich sehe es doch genau. Ja. Macht halt jetzt überhaupt keinen Sinn. Oh. Ach, oh. An sowas habe ich ja bisher ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Einfach andere Sachen verschieben. Notenblatt. Moonlight-Sonate. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Kannst du es nicht aufmachen? Ein Teil der Musik fehlt. Okay. Nur der Anfang und das Ende der Musik sind übrig. Okay, aber der Raum hier ist ein geschlossener Raum. Okay. Ich denke, dann gehe ich jetzt erstmal hier wieder raus. Das ist mir alles zu gefährlich im Moment. Boah! Mein Herz. Ach so. Ah! Ach so, eine andere Sache noch, weil auch gefragt wurde. Wegen Facecam, also hier jetzt ungern, weil wir das Spiel ohne angefangen haben. Das sind nur die Krähen. Theoretisch können wir das aber für die anderen Resident Evils vielleicht machen. Du weißt ja, ich habe nicht so viele Facecam-Projekte. Aber man könnte ja eigentlich mal wieder eins machen, da habt ihr schon recht. Wobei ich ja überlege, hier nach Layers of Fear zu spielen. Das ging ja vielleicht auch ganz gut. Wo ist denn meine Kiste? Ach, Quatsch. Ja, das war's dann wohl. Wie, das brauchen sie jetzt nicht. Ist er dadurch echt... Wieso brauche ich das denn nicht? Durch, durch! Okay, hier ist doch auch noch einer. Das wird jetzt richtig hässlich und ich wünsche mir jetzt sehr... Okay, der nächste Plan, den ich hier verfolgen werde, ist... mir die verdammte Schrotflinte zu holen. Okay. Wir haben ja schon die kaputte.
Und wir werden uns auf jeden Fall jetzt mal bald... die richtige besorgen. So, warte. Ich habe ja auch noch eine Kiste im anderen Teil des Hauses, ne? Weil ich gerade einfach nicht mehr weiß, wie ich da hinkomme. Schreibmaschine, Inventarbox. Oh, ich hoffe, dass in dem Flur da dann nichts kommt, ne? Weil ich da rechts, glaube ich, nur über die Treppe dann hinkomme. Ich versuch's mal hier. Weil hier in dem Bereich wollte ich mich dann eh noch mal ein bisschen mehr umsehen. Warum ist die Musik jetzt hier so? War die hier schon immer so? So, warte mal, wenn ich jetzt eben das eine verschieben konnte... Gut, das kann ich nicht verschieben, da steht noch ein Tisch davor. Kann ich andere Sachen verschieben? Tatsachen. Oh, ein Dolch, ja, sehr gut, weil ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr. Für den direkten Kampf. Geil, das wusste ich nicht. Und du? Du nicht. Aber der da hinten, das sehe ich doch. Ah, jetzt so langsam schult sich mein Auge für Resident Evil. Okay, andere Richtung. Da liegt was drunter. Ah, das muss man auch wissen, ne? Ah, ein Magazin. Oh, göttlich. Ja. Oh, hab ich ein Glück. Okay, ihr Lieben, dann mach ich jetzt hier mal einen Cut. Wir sind wieder voll beladen. Was ihr mir noch sagen dürft, ist, wann soll ich denn heilen? Wenn ich jetzt schon so bin wie jetzt gerade? Oder erst, wenn es noch ein bisschen weiter runter geht? Weil ich will ja natürlich auch keine Heilung verschwenden. Ich meine, es stehen überall ganz viel rum. Ganz viele Pflänzchen, die ich noch nicht eingesammelt habe. Aber das dürft ihr mir gerne mal sagen. Das wäre sehr hilfreich. Okay. Und ich denke, ja. Großer neuer Plan. Natürlich erstmal unseren super tollen neuen Schlüssel benutzen. Und ich will diese Shotgun haben. Okay, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wow, wir haben ganz gut was geschafft. Lustig, ich wollte nämlich gerade, als da jetzt dieser zweite von den Super-Zombies war, den anderen, der da die ganze Zeit rumliegt, da, den wollte ich jetzt sicherheitshalber verbrennen, aber dann war da ja trotzdem noch der eine. Ach Gott. Ja, den muss ich auf jeden Fall irgendwann killen, bevor ich vergesse, dass er da ist. Okay, morgen vielleicht hoffentlich Shotgun, das wäre ganz toll. Danke fürs Zusehen, schalte morgen wieder ein. Bye, bye.